Soldatenporträt. Johannes Hans Bölter. Geboren am 19. Februar 1915 in Mülheim an der Ruhr. Gestorben am 16. September 1987 ebenfalls in Mülheim an der Ruhr. Johannes Bölter war einer der erfolgreichsten Panzerkommandanten des Zweiten Weltkrieges. Seine Bilanz ist mit 139 Abschüssen von gegnerischen Panzern und gepanzerten Fahrzeugen beachtlich. Als Jugendlicher begann er eine Ausbildung zum Installateur und meldete sich nach seiner Lehre mit 18 Jahren am 1. April 1933 freiwillig zur Reichswehr und begann seine militärische Laufbahn beim 3. Schwadron des Reiterregiment Nummer 10. 1934 kam er zur Aufklärungsabteilung 4, einer Kraftfahrabteilung, und 1935 zur 8. Kompanie des Panzerregiments 1. Den Polen- und Westfeldzug nahm er als Zugführer in der 8. Kompanie des Panzerregiments 1 der 1. Panzerdivision teil und wurde in den beiden Feldzügen mit dem Eisernen Kreuz 2. Klasse und dem Eisernen Kreuz 1. Klasse ausgezeichnet. Bölter wurde am 1. Oktober 1940 zum Oberfeldwebel befördert und nahm in diesem Rang als Kompanieführer im Juni 1941 am Feldzug gegen die Sowjetunion teil. Ab September 1941 der Heeresgruppe Mitte unterstellt, stieß die 1. Panzerdivision im Zuge des Vorstoßes auf Moskau in Richtung Kalinin, heute Twer, vor. Bei der Eroberung der Stadt zog sich Johannes Bölter eine Verwundung zu, die er im Reservelazarett Nienstedt im Harz auskurierte. Nach seiner Genesung im Dezember 1941 wurde Bölter als Ausbilder zur Panzerersatzabteilung 1 nach Erfurt versetzt, meldete sich im Jahr 1942 freiwillig zur schweren Panzerabteilung 502, die ab September 1942 im Nordabschnitt der Ostfront kämpfte. Am 29. März 1943 wurde er mit dem Deutschen Kreuz in Gold ausgezeichnet und am 1. Mai 1943 zum Leutnant befördert. Für seine Tapferkeit am 16. April 1944 mit dem Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes ausgezeichnet, erhielt er am 10. September 1944 nach der Abwehrschlacht bei Annes-Memele das Eichenlaub zum Ritterkreuz. Seinen letzten Panzerkampf erlebte er bei Stecklenbach im Harz, wo sein Panzer von einer schweren US-Pack abgeschossen wurde. Er beendete den Krieg im Rang eines Hauptmannes.